Es war der Schreckmoment des Nachmittags. Der Star und Topfavorit der Veranstaltung, Martin Smolinski, stürzte im letzten Vorrundenlauf der A-Lizenz-Solo-Klasse und entschied sich danach, nicht mehr weiterzufahren. Heute harte Veranstaltung hier in Willing. Ich war gestern noch beim Grand Prix Challenge und bin nicht ganz topfit angereist. Und war nicht ganz so einfach, aber es ist James Chains war heute der bessere Mann. Er war einfach gut drauf, schnell unterwegs und hat einen bösen Sturz draußen, hat dann aufgehört, hat meine Hand leicht verletzt und Sicherheit geht vor beim nächsten Mal wieder. Am Abend zuvor verpasste der Kapitän der Landshut Devils als Achter der Speedway Grand Prix Challenge die angestrebte Rückkehr ins Konzert der ganz Großen. Wie angedeutet, fehlte ihm deshalb in Willing die nötige Frische, was sich schon im ersten Vorlauf des Tages zeigte, als er gegen den Briten James Shanks den Kürzeren zog. Der aus der Grafschaft Dorset stammende Engländer kam von Beginn an mit den nicht einfachen Bedingungen bestens zurecht. Es war heute ziemlich rutschig, aber das ist ja klar nach dem heißen Wetter der letzten Wochen. Aber die Veranstalter haben top gearbeitet und ich bin gut zurechtgekommen. Ja, ist eh klar, mit der Hitze. Die Bahn, du kannst kein Wasser fahren, weil dann ist es wie Glatteis, dann rutschen sie weg. Das war eh ein paar Mal in Kurven ausgegangen so, dass wegrutschen. Das heiße Wetter schlug sich auch bei den Zuschauerzahlen nieder. Grundsätzlich hätten sich die Veranstalter da ein bisschen mehr erwartet als die rund 800, die da waren. Dabei war das Fahrerfeld durchaus erlesen. Neben Shanes und Smolinski kämpften unter anderem noch Stefan Katt und Bernd Diener sowie die bekannten Tschechen Michal Dudek und Jinek Stichauer um den begehrten Kristallhelm der Stadt Osterhofen. Den dürfte sich aber letztlich eben Shanes aufsetzen, der in allen vier Vorrundenläufen und dann auch im großen Finale siegte und damit die Maximalpunktzahl von 25 Zählern einheimste. Im Finale musste ich eigentlich nur noch ankommen. Ein Punkt hätte mir zum Gesamtsieg gereicht, deshalb bin ich etwas vorsichtiger gestartet. Trotzdem hat sich dann in der ersten Kurve die Lücke aufgetan und ich bin durchgeschlüpft und konnte auch da am Ende nochmal gewinnen. Der 21-jährige Engländer war also der absolut verdiente Sieger. Selbst in Normalform hätte Smolinski, dessen Siegesserie in Willing ja bereits im letzten Jahr schon gegen den Niederländer Romano Hummel gerissen war, wohl Schwierigkeiten gehabt, sich durchzusetzen. Wie immer erwies sich der Smoli als fairer Sportsmann, haute aber dann auch eine Kampfansage für nächstes Jahr raus. Es nagt schon ein, ich meine, es sind ja alles keine Veranstaltungen, die was hier mal schnell so abschütteln. Gestern war es Grand Prix Challenge, gestern in Landshut war die härteste Veranstaltung des Jahres. Dann wird mit anderen Bandagen gekämpft. Ich war heute ein bisschen schlapp und geplant, aber ich freue mich, wieder nach Willing zu kommen beim nächsten Mal und ohne Rennen zuvor und dann mal wieder den Goldhelm nach Hause zu nehmen. Platz 2 hinter Shanes ging mit 19 Zählern übrigens an Cut und die 13 Zähler, die Smolinski vor dem Sturz gesammelt hatte, reichten immerhin noch zu Rang 3. Nächstes Jahr will er dann aber wie gehört wieder 2 Treppenstufen höher stehen.